In France, there was a man whom I'd always wanted to meet. Colonel Willie Schunzel, better known as the Butcher of Paris. It was no wonder that he was at the top of the list. It is just that so far no one had succeeded in coming close to him. We had learned that Schunzel wanted to see the looted art and the cathedral. As ever, he followed the siren call of gold. It was reported that every entrance to the interior of the cathedral was blocked, except for one door which led down into the crypt. However, the entire area was heavily guarded. I had to keep my eyes open, but an opportunity always arises. The House of God. Schunzel, where are you hiding? What are you praying for? Forgiveness of your sins? Passiert da sowieso nichts. I could shoot at the oil pools to set the enemy on fire. Gestern haben mich drei Franzosen angesprochen. Die wollten unbedingt der Waffen-SS beitreten. Die sind fast auf den Knien gerutscht. Die haben uns gerade noch gefehlt. Was soll's? So wie die Lage steht, brauchen wir jeden Mann. Auch fremdvölkische Einheiten. Ja, jeden Mann, aber nicht jede Memme. Man merkt gleich, dass du noch neu bist. Hab schon viele gesehen mit so einer großen Klappe wie du. Die wandern immer als Erste in den Leichensack. Ha, mich kann keiner umbringen. Ich bin schon tot. So siehst du auch aus. Sieh zu, dass du wenigstens etwas lebendig wirst, wenn es ernst wird. Was soll hier schon passieren? Hier ist es ruhig wie auf dem Friedhof. Ja, ja. Pass bloß auf, während die Bonzen sich die Taschen vollstopfen, spielen die hier die Umso besser, denen gebe ich gern was auf die Fresse. Außerdem holen wir uns hier nur zurück, was uns gehört. Was glaubst du, wo alle diese Schätze herkommen? Von Napoleon. Napoleon hat doch ganz Europa ausgeplündert. Und denk an die Schande von Versailles. Junge, der Krieg ist nicht ganz so, wie sie uns das auf der Akademie weismachen wollen. Die Wirklichkeit sieht etwas anders aus. Ich mein's nur gut. Danke, ich kann schon auf mich selber aufpassen. Ich mach jetzt meinen Rundgang weiter. Thank you.
gesagt, dass wir einen VE 301B hätten bestellen sollen. Nicht mal mehr rauchen. Sollen Sie doch. It was an electric fence, but the switch had to be around here somewhere. Locked. First, I had to find the right key. There had to be a key for it somewhere.
Ich kann es nicht abwarten, Gretel in dieser Uniform zu sehen. Aber wird ihr endlich der Respekt entgegengebracht, der ihr gebührt. Thank you.
Was für eine Scheiße. Spannung ist ja kaum auszuhalten. That was his car, but Schunzel was nowhere to be seen. I had to find a way into the cathedral. He was probably already in there.